die Verwahrlosung des Denkens beginnt mit dem falschen Gebrauch der Sprache. Ja, das ist wirklich mein Anliegen. Und das klingt jetzt so missionarisch, aber ich habe mal scherzhaft gesagt, ich bin ein militanter Verfechter der Sprache. Wobei, wenn unser tausendjähriger Herrscher, da hat ja das Wort Deutsch eigentlich so verunglimpft, wenn man sagt, die deutsche Sprache, klimpert immer noch sowas mit. Aber ich finde, wir haben Grund dazu, die deutsche Sprache zu pflegen. Und deswegen ist das Einzige, was mich in dem Buch von Frau Fröhlich und Frau Kleist stört, dass es Mother's Finest drin heißt. Ein Kapitel heißt Mother's Finest. Und ich finde, solche Begriffe könnte man vermeiden. Ist ganz unauffällig, aber ich meine, die Spitze von Mother's Finest ist ja, dass ich neulich eine Fahrpreiserstattung bei der Bahn beantragte und so rief an und sagte, wohin muss ich mein Ticket schicken, damit ich das Geld wieder bekomme, weil gestreikt wurde. Da hieß es, das müssen Sie schicken an das Fulfillment Center in Berlin. Aber warum an das Fulfillment Center. Jetzt frage ich Sie, wer in Deutschland beschwert sich da und muss sich an das Fulfillment Center wenden? Ich meine, es ist doch verrückt. Das ja, ist doch verrückt. Aber ganz genau, Herr Quattlich, hätten Sie auch Fahrkarte sagen können und nicht Ticket. Ja, aber da bin ich also gnädig. Ein paar Sachen, denn Frau Fröhlich könnte sagen, ja, hätte ich sagen können, Mutters Favoriten. Favorit ist ja auch nicht ganz sauber Deutsch. Also wir haben da ja so eine schwimmende Größe. Aber nein, Scherz beiseite, es ist wirklich ein Merken ein Sie, dass Leute darauf auch reagieren, wenn sie sozusagen zum Prediger in Sachen deutsche Sprache werden? Oder ist es heute nicht vielleicht auch so, dass man alles sehr unterhaltsam bringen muss? Ich sage mal Bastian Sick, der die Köln-Arena füllt mit seiner größten Deutschstunde, ja, da sind Sie ja eher konservativ in dem, was Sie sozusagen didaktisch predigen. Ja, kann man nicht auch lachend sehr ernsthaft sein? Also ich meine, ich versuche das, oder ich möchte wirklich nicht als Prediger erscheinen, aber manchmal reißt mich mein Gegenstand dann wirklich dahin und es die Stunde zählt und hier die Zeit reicht natürlich nicht, Ihnen alles zu erzählen, was auf dem Gebiet los ist, was kulturell im Argen liegt, wo es die Politiker sagen, Mensch, Bildung ist Not und die Sprache tut Not und es wird immer gestrichen, die Sprachkurse in den Schulen dann gestrichen, immer da zuerst, 0,4% des Haushaltes Kultur und da wird zuerst gestrichen und das regt mich auf und deswegen werde ich sofort mit. Ja, der älteste Teilnehmer hier ist ja Gotthilf Fischer. Sehen Sie das genauso? Oder? Also ich möchte ein Beispiel dazu sagen. Wenn ich in Polen, muss man Polnisch singen. Bin ich in Italien, Italienisch. Bin ich in Frankreich, Französisch. Bin ich in Deutschland, soll ich Englisch singen. Das stimmt doch was nicht. Das stimmt doch nicht. Ganz klar. Ganz klar ist Englisch eben nun mal die Weltsprache, die Geschäftssprache. Aber wer seine Heimat verleugnet, der hat schon halb verloren. Wir haben ja so ein herrliches Land hier. Wir haben so ganz große Dichter und ganz große Komponisten. Also wer die nicht sieht, da kann ich nur sagen, oh weh.